Wenn man den Faden von Adorno nun noch einmal aufnimmt, es gibt die Sehnsucht nach Versöhnung. Ganz stark das Messianische, das letztlich sehr stark bei ihm ins Säkulare einwandert. Und da er nicht mit den Zuständen, den Verhältnissen sich abfinden wollte, auch er ist ein sehr wohl menschlich empathischer Mann gewesen sein muss, obwohl beispielsweise, Klammer auf, Golomann, Horkheimer und Adorno einfach als die beiden Lumpen bezeichnet hat, weil sie seinen Vater umlagert haben im Exil. Es ist alles ambivalent im Gedächtnis. Jedenfalls, Adorno hat sehr stark diese Negativität thematisiert, aus der eine Kultur, eine Zivilisation sich gar nicht lösen kann. Ein berühmter Satz seiner Moralphilosophie, die er nicht mehr als systematisches Werk vollenden konnte, aber die überall aufleuchtet, ist, dass es kein richtiges Leben im Falschen gebe. Dass also die Entfremdungszüge so weit greifen, dass der Wunsch, dem Guten zu folgen, in einer solchen entfremdeten Welt sehr unmöglich bis illusionär ist. Wenn man jetzt die Antipoden mal zusammen zu sehen versucht, in der Knappheit, in der wir das ja nur können, dann fällt auf, dass es zwischen Heidegger und Adorno durchaus mehr Affinitäten gibt, als man es vermuten würde. Darüber ist auch immer wieder nachgedacht und geschrieben worden. Zuletzt von dem Dresdner Philosophen Thomas Rentsch, der gerade gestorben ist und dem ich auch in dieser Stunde ein ehrendes Andenken bewahre, weil er diese beiden Potenziale durchaus zusammen zu sehen gelehrt hat in den letzten 20, 30 Jahren. Warum? Bei Heidegger gibt es ja, wenn Sie sich nochmal zurückerinnern, die Rede von dem Gestell, der Machenschaft, der Seinsvergessenheit, ganz zentral die Seinsvergessenheit, die Not der Notlosigkeit und dann gleichsam Heideggers De Profundis, das noch kein christliches ist, aber das auch zeigt, mit den Möglichkeiten der Zivilisation kommt man nicht weiter. Der Satz, nur ein Gott kann uns retten, das ist die Seite von Heidegger. Die andere Seite von Adorno, dass aus der Negativität heraus die Ahnung eines anderen, besseren Zustandes möglich wäre. Die Ahnung, die aber nicht die starke Ausmalung einer Utopie erlaubt. Das war ja in der Linken der 50er, 60er Jahre, als diese Debatten geführt wurden, durchaus strittig. Da gab es in Ungarn noch Georg Lukács, der eigentlich sein philosophisches Gewissen auf dem Altar des Bolschewismus und Marxismus zunehmend geopfert hatte. Die Lukács-Fans, falls sie dies hören, mögen mir verzeihen. Ich habe es jetzt auch nochmal im letzten Jahr sehr flächig durchdacht, das Lukács'sche Werk. Der hat ja auch begonnen, ganz ähnlich wie Benjamin oder Adorno in den 10er, 20er Jahren, mit dem Nachdenken über Kunst, über Ästhetik und über Wahrheit. Und er ist dann gelandet in einer, ja, jeweils der Parteilinie folgenden Überbau-Unterbau-Theorie. Sehr ambivalent. Das geht bei Adorno überhaupt nicht. Er sagt auch, die Komplizenschaft mit einer politischen Bewegung, die zum Besseren führen soll, ist Komplizenschaft und ist letztlich ein Verbrechen. Und das haben die Studenten bei ihren Mentoren nicht mehr verstanden in den 60er Jahren und auch nicht verstehen wollen. Also gerade wenn man sich in das den kapitalistischen und den Mainstream-Bewegungen Widerständige eindenkt und einfühlt, kann man in die Ahnung eines anderen Zustandes kommen, der aber noch nicht das Rettende in der Gefahr ist, sondern vielleicht allenfalls sein Schattenbild. Was daran Messianismus ist, ist wie gesagt sehr ins Säkulare eingewandert, aber immerhin hat Adorno auch geschrieben, dass nur vom Zustand der Errettung her die Welt sich begreifen lasse, nicht von der Änderung durch Revolte oder Revolution. Und da spielt dann dieser Begriff der Negativität und des Minimalen
und des Ästhetischen eine entscheidende Rolle, als ein Dreiklang. Das würde ich Heideggers Rettendem in der Gefahr der Kehre und Wende am Ende der Not der Notlosigkeit als Äquivalent an die Seite stellen. Fangen wir mit dem ersten an, das Minimale. Adorno wollte ja eine Ethik noch schreiben, das ist ihm dann nicht möglich gewesen. Also 1969 im nicht sehr hohen Alter von 66 Jahren gestorben. Aber er hat Minima Moralia geschrieben, Reflexionen aus dem beschädigten Leben, auch literarisch, manchmal ein bisschen überkompliziert, aber sonst genial. Zum Überkomplizierten gehört zum Beispiel bei Adorno, dass das Präfix, das reflexive Präfix immer nachgestellt wird, also ein ganz langer Satz und dann kommt am Ende sich bewähren oder so, nach einer endlos langen Satzperiode. Wenn man seine Vorlesungstranskripte liest, also das, was aus den mündlichen Vorlesungen dann transkribiert wurde, dann hat man einen durchaus verständlicheren Adorno. Gleichwohl, Texte, die im Aphoristischen an Nietzsche erinnern, Minima Moralia, die betrachten die Beschädigungen des Lebens, auch in ganz alltäglichen Situationen, dem Straßenverkehr in den USA, er kam ja in diese neue Welt als Emigrant, die Schönheit eines architektonischen Gebildes, eines Türknaufs zum Beispiel, einer Tür, eines Musikstücks. Und an die werden dann Reflexionen über die Weise, wie man leben soll oder wie zu leben sei. Das wäre eher an seiner Sprache angeknüpft. Also nicht das große Panorama, sondern das Detail, das Mikrologische, hat er das auch genannt. Die zweite Dimension, die Negativität und die negative Dialektik. Adorno hat ein großes philosophisches, systematisches Werk, wir würden sagen, der theoretischen Philosophie, durchaus noch vollenden können. Eben eine negative Dialektik, das ist das andere Konzept zum Hegelschen, der übergreifenden Identität und Differenz in einer Einheit von Identität und Differenz zusammenschauenden Dialektik. These, Synthese, Antithese, Synthese immer aus These und Antithese, wenn man sehr vereinfacht sagt. Zu dieser Synthese kommt es eben in der negativen Dialektik nicht. Die Widersprüche werden herausgefühlt, ich sage bewusst gefühlt, weil bei Adorno auch etwas Phänomenologisches ist, etwas Vortheoretisches. Er hat über Husserl sich habilitiert. Und dieser Impetus ist sehr wichtig. Sie werden dann aber auch reflektiert. Wenn man jeweils Widersprüche beschreibt, evoziert, denkt, kategorial, die Kategorien so setzt, dass sie die Uneinholbarkeit der Phänomene zeigen, dass sie eigentlich gerade ganz wieder im Geist Benjamins das Phänomen zeigen sollen, dann kommt man nicht zu einer Synthese, sondern zu einer wacheren, umfassenderen Wahrnehmung und Beschreibung. Und damit hängt auch zusammen das Erbe der Metaphysik. Auch darin übrigens sehe ich eine große Affinität zwischen Heidegger und Adorno. Auch Heidegger hat in den seltensten Fällen von einer Überwindung der Metaphysik gesprochen, sondern von einer Verwindung derselben. Und Adorno schreibt auf der letzten Seite seiner negativen Dialektik von der Solidarität mit der Metaphysik im Augenblick ihres Sturzes.